Willkommen zurück zu unserem Projekt Offline! Ja, du hast es richtig gesagt. Ja, ich bin super, ich bin so super. okay, also das wird wahrscheinlich die letzte Aufnahme sein. Wir haben in den letzten Tagen praktisch nicht Computer gespielt. Das war sehr, sehr... Ja, es hat auch geholfen irgendwie. Also rein geistig. Ja, geistig. Ja. Ich eigentlich nicht. Nein, natürlich spürst du keinen Unterschied. Was sollst du für einen geistigen Unterschied spüren? So, okay. Fortfahren. Ich bin irgendwie dran. Ich habe keine Ahnung. Worum geht's da eigentlich? Was mache ich überhaupt? Du stehst in Florenz und machst den Florenz. Okay. Aber komm. Was sonst geht uns gut? Naja. Ja. Also, gut, ja, was soll's. Ah ja, ich kann mich wieder erinnern, da waren irgendwelche Barbaren, glaube ich, die ich weglocken wollte nach Florenz, damit Florenz auf sie schießen kann. Es war absolut schwierig. Wir haben jetzt die ersten zwei Folgen durchkämmt und haben die ganzen Namen überpiept. Also eigentlich haben wir sie nicht überpiept, sondern wir haben einfach den Ton abgedreht. Danke, dass du den Namen sagst. Das ist Kind 1. Wir werden nachher wieder überpiepen müssen. Toll. Du weißt ja nicht, wie anstrengend das ist. Meine ist immer voller Berge. Das ist der beste Startplatz, den ich mal gesehen habe. Kind, du spielst das jetzt schon das ist schon die dritte halbe Stunde. Te saluto. Augustus sum imperator et pontifex maximus Romae. Si tu es Romae amicus, es gratus. Wenn ihr einen Das solltest du wissen, du machst jetzt ein Ding. Du machst doch jetzt dann irgendwann einmal einen Test in Geschichte, oder? Ja, solltest du nicht wissen, was dein Pontifex Maximus ist? Ein oberster Priester eigentlich. Ah, so ja, genau. Das war ja das. Wobei, das war. Gemeinsam auf dieser Insel. Also Südamerika. Ja, Südamerika. Hey, schau mal. Gefangen. Kannst du alles unten weitergehen? Ja, also nicht dorthin. Also nicht dorthin. Schau, sie hat eine Ruine gefunden, deswegen dorthin. Wieso findet sie alle noch immer Ruinen? Ich bin schon fertig mit meinem Kontinent. Auf unserem privaten Spiel, da hab ich noch. Vielleicht brauch ich noch. Mehr als ich jetzt. Auf unserem privaten Spiel habe ich auch nicht gewonnen. Hey, sonst den Ochsen, der da drischt, hey, nicht das Mann. So, das kann ich nicht machen. Ja, kommst du nach? Ja, wir haben Kanada erforscht. So, was machen wir als nächstes? Was brauchen wir überhaupt? Vielleicht Optik oder so, irgendwas, damit ich von diesem Block wegkomme. Obwohl, habe ich eigentlich Tradition genommen? Ja, ich muss da eh nicht weg. Ich baue meine vier Städte und passt. Du hast eh einen großen Kontinent, wo niemand ist, wo du überall gratis ist. Stimmt eigentlich, brauche ich auch gar nicht. Brauchen wir keine Optik. Pfeift drauf auf Optik. Keramik brauchen wir aber trotzdem. Ja. Weil wir wollen Kalender bauen. Wir sind noch nicht sehr weit gekommen. Ja. Ja. Ja, du hast nicht dein Kontinent fertig. Du hast deinen auch schon fertig erforscht. Hey, du bist in Skandinavien angekommen. Ich habe meinen Kontinent nicht fertig erforscht. Wenn ich meinen Kontinent nicht fertig erforscht hätte, dann hätte ich
Eurasien wohl auch schon erfolgreich, oder? Mhm, was auch immer. Ich könnte mich nicht so Baumwolle bauen. Ja klar, in mitten Wüste. In die Wüste. Ja, das ist doch gut. Was gut bedeutet, ja. Definitiv andere Ansätze. Ich glaube, er will nur wissen, was er machen will. Ob er den Siedler baut oder den Bauhof. Ja, da ist schon ein schönes Gebiet. Also da, zwischen dem Wild und dem Gold, da kommst du nämlich auch zu der Baumwolle oben. Du kannst hier hinten. Aber du kannst ja mal zum Gold und dem Hirschen gehen. Da, nein, da. Ach so, hier. Weil von dort kommst du auch zu der Baumwolle da oben nämlich. Und im schlimmsten Fall kannst du dann die nächste Stadt dann auch dorthin bauen, ohne in lange Verbindungskosten durch Straßen. Ja, stimmt eigentlich. Die nächste Stadt sollte immer sehr nahe sein eigentlich. Ja, führ mal die Politik ein. Wir wissen es nicht. Danke sehr. So, dein Metz kommt bald. Okay, dann habe ich das. Warte, ja. Ich glaube, dieses kann man ja nachschauen. Oh, da. Und da du musst hast du dich gewundert, wieso wir... Ja, geh auf Technologiebaum. Woher weißt du das? Na, weil ich dich dort war. Ah ja, stimmt. Ja, ja, ja. Ja, hab mich überzeugt. Ja, toll. Warum wir noch immer da sind im Punkt der Geschichte? Ich will gar nicht wissen, wie lange ich brauchen würde, wenn wir nicht so lange Zeit dass wir gerne mit Wärme spielen wollten. Naja, ein bisschen länger. Ein bisschen länger. Nur ein paar Wochen vielleicht. Ich glaube, das wird ein Jahr. Ich glaube, ja, es wird auf jeden Fall recht lang dauern. Du kannst. Du hättest einen Schritt näher gehen können schon. Entschuldigung. Warte. Ich wollte nur sagen. Ah, dann ist das bewegen. Wer ein gutes Buch vernichtet, tötet die Vernunft. Du hast Waffen gekriegt, ist das schön für dich. Naja, nachdem es so schwer war, wird es nicht mehr. Nein, sogar für einen Spezialbogenschützen. Ja. Du musst dich durch das Gebiet von Lava fliegen, dass du nicht auf eine Stadt bauen willst. Ja, okay. Naja, außer sie kann Schiff und Nachrichten. Das Segel bauen. Ich kann sogar Bogenschießen bauen. Ja, erforschen, bauen, wo ist der Unterschied? So, wenn ich da jetzt darüber gehe, kommst du mir dann nah? Komm. So, mein Super ist der Groß und 1. Mach weiter. Kann ich dich einfach auch Kind bleiben? Aber er hat 4, er hat 4 Zitrusfrüchte. Es gibt irgendwas mit Zitrusfrüchten. Plantagen? Nein, es gibt auch was mit Zitrusfrüchten, oder? Plantagen? Ah ja, stimmt. Eine Kultur von Plantage und er hat da auf jeden Fall 5 Plantagen in dem Gebiet. Ja, auch das Räucherwerk ist eine Plantage. 1, 2, 3. Und die Baumwolle wird auch zur Plantage. Und die Baumwolle, die da drin gebaut wird, auch zur Plantage? Naja. Auf jeden Fall. Ja, könntest du. Aber ich weiß nicht genau, ob ich es nicht brauche. Ich muss schon viel weiter gehen. Ja, das kann schon sein. Ich habe keine Ahnung. Ja,
dann brauch's halt. Wenn ich früher fertig bin, ist es dann nicht. Denn ich brauch's und er ist schneller fertig als ich. Da gibt es irgendwo 1 plus eine Kultur aus Plantagen, die weiter runter. Nein, die ist nicht. Welches Dschungel? Nein. Steinbrüche. Ja, das gibt's auch. Aber das wollen wir nicht. Aber das gibt's offensichtlich nicht mehr, das mit den Plantagen. Das war eine Narbenpro-Plantage, die haben wir letztes Mal. Nein, das ist für Bananen, Zitronen und Weizen. Da muss man was anderes machen. Ja, und zwar für Lager. Ich könnte das nehmen. Das habe ich auch einfach gelagert. Das ist ein Glauben von Wüstenfeldern her. Dann baue ich mich einfach mitten in die Wüste zu der Baumwolle. Ja, Schätzchen, aber Wüstenfelder sind jetzt nicht, nur weil dort ein Glauben dann wächst, heißt das nicht, dass das irgendwie so super toll ist als Feld. Der Sprichglaube aus dem Boden. Ich meine. Als kleines Gänseblümchen. Verstehe mich nicht falsch. Das ist nicht blöd, aber was? Ah ja, stimmt, okay. Für das Kind 2. Das ist nur, danke. Bei Minute 10. Du hast seinen Namen gesagt. Okay. Ich habe mich bedankt. Okay, bei Minute 11 müssen wir zwei Namen entfernen. Merken. Schreibt sich das jemand auf, bitte. Das ist einfacher, wenn wir uns das aufschreiben. Und weiter vorne bei Minute 4 oder so war auch schon eine Erwähnung. Mhm. Du hast zweimal bei 11 geschrieben. Das könnte ich natürlich auch. Ich hab nicht. Oh, nimm einfach irgendwas pur. Es ist tragisch. Das zu sagen, aber ich habe echt keine. Ja, das könnte ich natürlich schon nehmen, das ist plus 1 Nahrung, aber plus 1 Nahrung ist irgendwie so. Kultur ist das, was du normalerweise brauchst. Aber Dschungelfelder hast du dann nur eines. Echt? Ja, das. Nein, oh nein, das ist falsch. Doch gar keine Dschungel hier. Und gut einladen von Lagern, das ist auch nicht sehr interessant. Du kannst einfach den Fischerboot nehmen und den Wal besuchen. Ja, aber das ist nur eine Produktion. Es wäre gut, wenn er irgendwo mit vielen Inseln arbeitet. Ja, ich weiß, wie in den anderen Piraten spielt. Ach, die kommt schon gut. Ja, nimm einfach 10% höhere Wachstumsrate. Was denn das mit dem? Ja, ist auch okay. Da weint dir keiner nach, dass du das genommen hast. Was hast du genommen? Den Sonnenbrot. Plus 1 Nahrung aus Zitronen und was weiß nicht, was das ist. Also ich sag's, wie es ist. Das ist nicht Asien, das ist Skandinavien. Da kommt die Rum und der Kunde Europa. Und mit dem, da würde er Asien erkunden. Ich weiß nicht, warum der Kunde ist. Ich spiele mit dem. Naja, in der Stadt bleiben und verteidigen. Oder in der Stadt bleiben und wenn dann der Siedler kommt, mit dem Siedler mitgehen. Und okay. Andererseits die Struktur in dieser Welt. Ja, mach weiter. Er kann in der Nähe von der Stadt bleiben. Das sind wir alle. Ja, auf. Entschuldigung. Ach, ich kann da einfach vorbeigehen an dem. Natürlich kannst du einen Verkaufsmann. Bäh! Ding! Das ist lustig. Wo bin ich eigentlich hinein in diese Stadt? Afrika ist ja jetzt nicht so relativ. Wow.
Da gibt's auch eine Liste. Aber da ist der... Das weiß ich nicht. Was für ein Nummer? Nein, ich wollte nicht ganz wissen. Egal. Ja, sei das Sudra. Oder wie auch immer. Ich glaube, du musst auf den Berg daneben gehen. Ansonsten kriegst du ihn nicht. Du kannst ihn noch vorher stärken. Der Fuß ist ein unwegsames Gelände. Hey, schau sie mögen dich, weil du Baban in ihrer Nähe getötet hast. Ich hoffe, ich kann es nicht sehen, wenn du drücken ist super. Du kannst auch nicht mit dem Fuß rausgehen. So. Was haben wir mit dem gerade einfach auch rüber? Eine Politik einführen, ist das toll. Oligarchie. Super. Was mache ich eigentlich in meiner Stadt? Ich mache einen Siedler. Oh Gott, was ist da? Warum kommt eine Bestie auf mich zu? Eine Fernkampfeinheit, das ist eine Spezialeinheit. Ihr setzt den Dings, ihr setzt den. Oh, du hast England entdeckt. Ihr setzt den Bogenschützen. Okay. Niemand wohnt beim grausigen Essen. Das sind die schon mal zum Hafen. So gemeint mit allen Engländern. Okay, wenn, ja, das das ein wenn das ein Engländer sieht, es tut mir leid. Ich bin nicht sicher. Nicht, dass es irgendwie ein Engländer interessiert und was du sagst, weil irgendwie, ja, das sind irgendwie so Menschen, die einfach für Kinder aufnehmen. Lukas Freund, Engländerin. Will ich zumindest machen. Okay, Amy, plus 10 Lebenspunkte. Oder wir verstummen das einfach, dass es kein Engländer hat. Hat ich denn schon einen Pantheon? Du hast plus 0 Glauben. Oh, also nein. Ich habe eine Bahnlage entdeckt. Er ist nicht gefunden. Glücklich seid ihr, da eure Mauern schon wachsen. Das ist ja schrecklich. Ja, wer hat gesagt, dass wir das spielen sollen? Ja. Das sind Cruise Missile Pfeile. Was? Cruise Missile Pfeile. Wohin will ich? Das weiß ich nicht, wo du hin willst. Ich hab schon alle Du bist eh noch auf dem Weg. Aber ich glaube, bis zu ihr kommst du. Selbst wilde Bestien und Wandervögel geraten nicht zweimal. Minute 19.
noch eine Namensnennung. Wo wollte ich denn bitte? Sie hat deinen gesagt. Wann habe ich deinen Namen gesagt? Jetzt gerade vorhin. Hab ich gar nicht. Doch hast du. Nein. Doch. Nein, streich alles auf. Du kannst abstreiten, was du willst, du Würstel. Wo zum Henker wollte ich eine Stadt hinfahren? Will mir das immer sagen? Naja, es gibt die Möglichkeit oben und unten. Es ist so schön hier, aber da ist hier so Käse. Ja, der wird nicht glücklich darüber sein, aber dort hast du Wüste. Wüste. Schau mal, da ist überhaupt nicht schlecht, weil da ist auch Schwabland. Und Silber. Es ist Schwabland und Wüste. Weil sie eine Spezialverbesserung für die Wüste hat. Ja, und ich auch. Du nicht. Du nicht. Das eine. Kornspeicher! Egal, was ich mache, Kornspeicher sind immer gut. Ach, geht auf die. In welche Richtung habt ihr Bewege erforscht? Warum habt ihr Teilstellen erforscht? Vielleicht hast du irgendwie einen. Oh, ich hab Trüffel. Du hast Trüffel, genau. Siehst du? Da brauchst du Teilstellen. Schreib mal 1930 drauf. Natürlich kommt man da rein. Sag denn der Ton zu dem Töpfer, was machst du mit mir? Ich weiß es so erhoben. Juhu, Keramik. Juhu, elende. Okay, das heißt, wir müssen irgendwie schnell runter. Hilfe! Hilfe! Was genau war dein Plan eigentlich? Florenz, könntest du auf ihn schießen? Komm schon, ich mache ihn dann kalt für dich. So, was wollen wir erforschen? Ich habe echt keine Ahnung. Ich brauche das Rad. Warum brauche ich das Rad? Ich weiß nicht. Ich brauche Bogenschießen. Das Rad brauche ich, damit ich eine Wassermühle hierher bauen kann. Du bist. Schau, Babylon ist gewachsen. Eureka! Hat nur die Kurve studiert? Ich verstehe von den Teilen der Leben nicht. Deine Leben nicht, mein Süßer. Doch, sie leben. Ich war nur ganz kurz weg, ich bin schon angekommen. Wohin soll ich denn gehen? Da habe ich ja die Schrift schon. Weiß ich nicht. Oh, warte. Oh nein, hab ich. Was? Wozu brauchst du Schrift? Naja, um Botschaften zu kriegen, um irgendwelche Karawanen durchzuschicken. Du könntest zumindest eine nach Almaty schicken. Ja, das muss ich nicht machen. Wer das Meer beherrscht, beherrscht alles. Sein, dass es dir kurz geklaut wird vom Ding, aber ich hol sie dir ja dann gleich wieder zurück. Na, braucht man irgendeine andere Technologie? Ist jetzt nicht so schnell. Nein, ich auch. Kann sie aufs Meer fahren. Nee, ganz normal. Dann könnte sie zu dir raufkommen. Ja, super. Als hätte sie nicht schon genügend Probleme. Nordamerika, was 3600 vor Christus geschehen. Ja, aber sie kommt zum Glück nicht. Ich glaube,
Südamerikaner von Südamerika relativ lang, dass es Nordamerika gibt. Ja, genau, bau da noch einen, so einen Idioten hin. Grrr. Ja, im Gegensatz zu dir habe ich es auch schlecht erwischt. Ich sag dir das Einzige, was ich kann, ist Glück. Kind ein! Nein. Die Stadt hält ihn auf. Yes, I know so. Das echt ist das erste Kind. Wisst ihr, es muss eine Uhr. Geh weg da! Ich will nicht mit euch. Ich will nicht mit euch gehen. Gehen, die du dann nicht angegriffen wirst? Vielleicht sollte ich jemanden angreifen. Natürlich, mach das wohl. Dann greifen sie dich sicher an. Geh einfach weg. Nein, tun sie nicht. Doch, hätten sie. Nein, tun sie nicht. Nein. Okay, das war ein Ding. Na, fahr mit deinem Ding nach, das ist doch gut. Wie kommst du daher? Geh weg! Da will ich meine Stadt hinbauen! Was fällt dir ein, da einfach mal so zu spawnen? King 3, du bist dran. Hey, wir haben noch vier Minuten. Oh wow, eine Runde noch, aber dieses Mal schnell. Nein, jetzt schießt er den. So, und jetzt habe ich da noch einen Siedler, den ich nicht verwenden kann. Ich könnte natürlich einfach in die Richtung gehen. Ich habe Florenz mag ich nicht sowieso nicht mehr, aber so ziemlich. So. Ich mache noch eine Stadtmauer vielleicht. Oh ja, komm mal. Eines der 7 Weltwunder der Antike. Okay. Ja, du brauchst auch. Ja, dann hätte ich sonst den Ochsen, der da drischt, du bist dran. Das deine letzte Runde für diese Aufnahme. Artemis Tempel, soll es starten? Doch. Der Krieg von Alexandria gehört dir nicht dazu, warte mal. Ah, Leuchtturm, stimmt, meine Güte. Was haben wir gerade gemacht? Der Pfeil aber war mit den Federn des Adlers selbst geschmückt. Oft geben wir unseren Feinden das Mal. Schau, jetzt hast du dich angegriffen. Geh auf verteidigen. Ich kann dich nicht umbringen. Nicht so einfach. Geh eins weiter noch. Du wolltest doch da sowieso die Stadt hinbauen, oder? Ja, gut, die kannst du ja dort hinbauen einfach. Dahin? Ja, wieso nicht? Ich glaube nicht, dass da irgendwas dagegen spricht. Ja, klar. Haus hin. Was soll ich machen? Ich kann sogar gleich angreifen mit der Stadt. Ist das lieb? So kann ich. Wie um alles in der Welt kann ich ein Pantheon holen. Das passiert sonst nie.
Nie. Na schau, du kannst das jetzt mit den Wüsten nehmen, auf jeden Fall. Ich hab's dem Philipp... Entschuldigung. Sarah, schreib auf 30 Minuten. Mal 2, weil er hat jetzt deinen Namen auch gesagt. Ja, ja. Glauben dich, Wüste, wo? Glauben der Wüste, Wüstenfolklore. Ja, ja. Genau. Und dann nur. Ich brauchte nämlich nicht gar. Kindra. Eigentlich vielleicht an die Küste sogar besser. Die Stadt meine ich, die Stadt dann. Na, nein, das war's. Ja, ist ja wurscht. Kannst du noch bitte? Ja, das ist ja noch. Ich glaube, du siehst mit dem Berg dazwischen. Och, das ist ein Berg dazwischen gewesen. Berghügel als eins. So, das war's für heute, Herrschaften. Wir wünschen euch viel Spaß. Wahrscheinlich gibt es keinen vierten Teil, aber das war sowieso so chaotisch, dass es ganz gut ist, dass wir nicht mehr aufnehmen. Es würde euch eh langweilen, weil. Du bist eh schon so müde, du solltest ins Bett gehen. Weil kaum Tuch da wäre. Das Einzige, was ich interessieren könnte, sind dumme Kommentare meinerseits und bösartige seinerseits. Mit seinerseits meint sie Kind 1. Ja. Das ist urfies. Kind 1. Armes Kind 1. So, Herrschaften, einen schönen guten Abend. Schlaf gut und träumt was Schönes. Gute Nacht. Träumt was Schönes.